Das erste halbe Schuljahr ist rum. Was sollte dein Kind bis jetzt denn eigentlich können? Hallo, mein Name ist Diana Wege und in meinem virtuellen Klassenzimmer zeige ich dir, wie dein Kind mit Leichtigkeit lesen, schreiben und rechnen lernt. Jetzt ist dein Kind bereits ein halbes Jahr Schulkind. Schauen wir uns hier doch einmal gemeinsam an, was es jetzt bereits alles können sollte. Vielleicht fällt es dir auch schwer, den aktuellen Stand deines Kindes in Relation zu setzen. Wir wollen, dass dein Kind am Ende der ersten Klasse strategisch und begründend Plus und Minus rechnen und das im Zahlenraum bis 20, also zum Beispiel 7 plus 8, aber noch nicht 17 plus 25. Der wichtige Grundstock dafür wird im ersten Halbjahr gelegt. Es ist wichtig, dass hier nicht zu schnell vorgegangen wird. Dein Kind muss Zeit haben, die Strategie des zählenden Rechnens, die viele Kinder aus dem Kindergarten mitbringen, abzulegen und durch ein strategisches Rechnen mit der Menge zu ersetzen. Dazu sind verschiedene Schritte, ich nenne es Meilensteine, notwendig, die dein Kind unbedingt durchlaufen sollte. Dabei ist es auch wichtig, dass dein Kind für jeden Meilenstein so lange Zeit bekommt, bis es diesen zur Gänze verinnerlicht hat. Und erst dann geht es zum nächsten weiter. Das ist leider bei der Schule oft das Problem. Da wird 2 Wochen ein bestimmtes Thema gemacht und ob dein Kind das nun schon verinnerlicht hat oder sich bereits langweilt, ist eigentlich irrelevant und es geht dann zum nächsten Thema weiter. Lass uns diese Schritte doch einmal gemeinsam durchlaufen. So kannst du Schritt für Schritt überprüfen, ob dein Kind diesen Meilenstein wirklich beherrscht. Solltest du entdecken, dass dein Kind bei einem Meilenstein noch unsicher ist, dann setze genau dort an und übe das mit deinem Kind. Und übe das so lange, bis es sicher ist und gehe erst dann zum nächsten Meilenstein über. Es beginnt mit dem Bestimmen von Mengen. Dein Kind brachte mit großer Wahrscheinlichkeit die Strategie, eine Menge abzuzählen, aus dem Kindergarten mit. So hat es hier von vorne angefangen, 1, 2, 3, 4. Und die Gesamtzahl 4 ermittelt. In der Schule soll sich dein Kind nun vom Zählen lösen und Mengen simultan, das bedeutet auf einen Blick erfassen. Das heißt, dein Kind kann hier sofort sagen, dass das 3 Punkte sind, ohne sie einzeln zu zählen. Du siehst, die Punkte sind linear in der Reihe angeordnet. Dabei gibt es eine wichtige Besonderheit. Nach jeweils 5 Punkten kommt eine Lücke. Denn sowas kann keiner mehr auf einen Blick erfassen. Also schaffen wir für das Auge Struktur. So wird es doch schon viel einfacher, die richtige Menge ohne zu zählen zu erfassen. Schau auch du unbedingt, dass dein Kind eine Menge sicher angeben kann. Erkennt dein Kind sicher und auf einen Blick, dass das hier zum Beispiel 3 sind? Das sind 8. Hier haben wir 6 und das sind 9. Dann ist dein Kind fit in diesen Meilenstein. Andernfalls übe erst das mit deinem Kind, bis es darin sicher ist. Die Aufgaben dazu, die findest du in meinem virtuellen Klassenzimmer. Es geht dann mit dem systematischen Zählen weiter. Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, wie schnell Kinder das Zählen lernen. Hier an dieser Stelle gilt es, sich das genauer anzuschauen. Ist es dir auch schon aufgefallen, dass dein Kind die Zahlenreihe mehr wie ein verinnerlichtes Lied runterrattert? Da kann es dann auch schnell schon mal passieren, dass dein Kind so etwas sagt wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Und das wird dann ohne weiteres von deinem Kind akzeptiert. Hier in diesem Meilenstein festigen wir die Zahlenreihe. Dazu kannst du mal überprüfen, ob dein Kind das kann. Kann dein Kind zum Beispiel von der 4 5 weiterzählen, also 4, 5, 6, 7, 8, 9? Oder kann dein Kind von der 8 5 rückwärts zählen, also 8, 7, 6, 5, 4, 3? Und klappt das auch mit der 12, einmal vorwärts, aber auch rückwärts? Achte dabei genau darauf, dass dein Kind das sicher beherrscht und dabei keine Zahl auslässt. Wenn das klappt, dann geht es weiter mit dem dritten Schritt, den verliebten Zahlen. Immer 2 Zahlen sind ineinander verliebt, wenn sie zusammen 10 ergeben.
Ganz wichtig, dass dein Kind diese Zahlen sicher aus dem FF angeben kann. Frage doch mal dein Kind, welche Zahl in die 8 verliebt ist. Es ist die 2. Und welche Zahl ist in die 4 verliebt? Ja, das ist die 6. Schau einmal, ob dein Kind den verliebten Partner sicher, das heißt ohne zu zählen und ohne auf die Finger zu schauen, angeben kann. Wenn nicht, übe erstmal das mit deinem Kind, bevor ihr mit dem nächsten Schritt weitermacht. Dann geht es nämlich mit dem Zerlegen weiter. Dieser Schritt wird leider zu oft ausgelassen oder nur mal am Rande mit einem Zahlenhaus abgespeist. Aber dieser Schritt ist ganz wichtig, bevor wir im nächsten Schritt zu den Plusaufgaben kommen. Dein Kind muss nämlich hier die Zahlen von 1 bis 9 sicher zerlegen können. Du kannst es ja mal mit deinem Kind überprüfen. Nehmen wir dazu mal die Zahl 6. Frage doch mal dein Kind, wenn ich 3 habe, wie viel hast du dann? Auch 3. Und wenn ich 5 habe, dann hat dein Kind 1. Und wenn ich gar keinen habe, dann muss die Antwort 6 lauten. Oder wie sieht es bei der 9 aus? Wenn ich 5 habe, dann sollte dein Kind 4 sagen. Bei 2 sind es 7 und die 6, da ist es die 3. Schau doch mal, ob dein Kind das sicher beherrscht. Das muss sitzen, bevor es im nächsten Meilenstein mit den Plusaufgaben weitergeht. Denn wenn diese Grundlagen nicht sitzen, dann kann es schnell passieren, dass dein Kind das Zählenrechnen weiter anwendet, welches oft aus dem Kindergarten mitgebracht wird. Das soll aber in der Schule durch eine neue Strategie, dem Lösen über die Menge heraus, abgelöst werden. Erst wenn das sitzt, geht es also zu den Plusaufgaben. Hier sollte dein Kind zunächst nur die Plusaufgaben im Zahlenraum bis 10 lösen. Also nicht munter mit Minusaufgaben vermischen oder schon mal Aufgaben im Zahlenraum bis 20 dazu nehmen. Kann dein Kind Aufgaben wie zum Beispiel 6 plus 3 lösen, dann ist das eigentlich an der Stelle gar nicht mehr so das große Problem, weil dein Kind hat ja im Vorfeld bereits gelernt, die Menge 9 zu zerlegen in 6 und 3. Und kann dein Kind sicher und ohne Zielen die richtige Lösung von zum Beispiel 4 plus 1 oder 3 plus 4 oder 2 plus 7 angeben? Wie schnell sollte dein Kind beim Lösen sein? Nun, da kannst du dir folgenden Richtwert setzen. Sage eine Aufgabe und dann zähle 21, 22, 23 und bis dahin muss dein Kind die Antwort genannt haben. Achte dabei auch darauf, dass dein Kind nicht zum Ergebnis zählt, also zum Beispiel 3 plus 4, 3, 4, 5, 6, 7. Dein Kind löst über die Menge die entsprechenden Aufgaben. Das wurde in den Meilensteinen davor angebahnt und deswegen sind sie so, so wichtig. Bis zu diesem Meilenstein sollte dein Kind zum Halbjahr gekommen sein. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Viel wichtiger ist es, dass du nicht ungeduldig wirst und deinem Kind genau die Zeit gibst, die es braucht. Wenn du einzelne Meilensteine festigen willst oder wissen willst, wie es weitergeht, dann komm doch gerne in mein virtuelles Klassenzimmer. Da findest du alle Erklärvideos für dein Kind plus das Material dazu, was ihr braucht. Ich packe dir unten in die Beschreibung mal den Link, da kannst du es dir sehr gerne einmal anschauen.